Schönen guten Tag, Herr Cortes. Ja, Ihre Kollegen wollten sich eigentlich die letzten Tage schon bei mir melden bezüglich dem Fall mit dem Herrn Dr. Thomas Red. Sie sind im Bilde, nehme ich an. Ja. Ja, okay. Bin erstaunt. Ja, ich guck mal. Also was ich so jetzt gesehen habe, dass von Ihnen aus kam zwecks deswegen nichts rein. Genau, ihr wolltet euch ja bei mir melden. Ich Archiv sehe nur eine Zivilklage. Kam was rein. Okay, ihr wolltet euch aber bei mir melden. Weil ihr habt gesagt, ihr rollt den Fall wieder auf und ich habe gesagt, okay, dann meldet euch. Ich warte jetzt. Ja. Ja. Warte. Es ging, ich glaube, um das Unternehmen, ne? Um die Absetzung von Herrn Thomas Red, irgendwie, dass er irgendwie nicht mehr. Es geht um eine Anzeige wegen Vorteilsnahme. Ja, genau. Das war auch eigentlich, dass es wieder bearbeitet wird. Okay. Aufgearbeitet wird, aber. Und jetzt liegt es im Archiv, ja? Weiß nicht, ich hak mal nach, ich mach mal Druck. Natürlich, klar. Ja, also, ja. Glauben Sie mir, wenn ich da nerve, ich glaube, da haben die dann hinterher keinen Bock mehr auf mich. Aber wenn nerven Sie, dann ist ja keiner im Dienst außer Sie. Wie bitte? Alles gut. Fantastisch, ich warte dann. Ich bin in 2,5 Wochen aus Mexiko zurück. Ich fahre ja in Urlaub. Schafft ihr das bis dahin? Ja, ja. Also ich hoffe, dass eigentlich haben wir sowas eigentlich in recht in kurzer Zeit eigentlich komplett abgeschlossen. Aber das nee, war gar nicht, ein richtig großer Fall. Und das war auch kein großer Fall, nee. Das war ein simpler Fall, Vorteilsnahme. Ich frage mal den zuständigen Richter. Wer ist denn der zuständige Richter, Herr Meissner? Sache ist. Wer ist der Zuständige? Also zuletzt mein Stand war der Herr Zeich. Ah ja. Okay. Ja. Wieso telefoniere ich dann ständig mit der Frau Hunter? Ja. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, die hat bestimmt auch gesagt, dass sie nachfragt, bestimmt, oder? Drogenküche, Drogenküche, Drogenküche. Ja, okay, weiß ich Bescheid, ja? Ja. Alles klar, dann tschüssi. Tschüss, bis die Tage. Mhm. Ja, wieder drüben da beim WB. Ja, hier Unit 5, wir haben einen Drogen-Tracker-Ausschlag auf unserer Position, komm. Ja, Jack, ich schicke Unit 2 vorbei. Unit 1 würde jetzt OB belegen, komm. Er ist hier drüben rechts. Wunderbar. Ja, das hat Unit 5 somit die folgenden Einheiten zur Entrücksprache mit uns halten, komm. Schreibe ich die DB rein. Unit 5 Ende. Ist das unser OB? Wo war der Drogen-Tracker-Ausschlag? Er ist wieder da, wo Kokermann den LKW hatte, 100%. Das ist unser OB, ja. Also hier hinter dem Whitewater. Ja, da ist auch ein LKW, das ist ein LKW, die fahren jetzt. Ja, macht Fotos, Video, wird einmal. Wo weh soll am besten. Gut, da. Zwei LKWs, beide setzen sich in Bewegung, hier sind auch richtig viele Whitewater. Waffen in die Hand. Jupp. Fahren Richtung Industriekomplex rüber, einer. Einer fährt Richtung Firma. Bleib mal bei der Firma. Bei der WW Metalle. Ja, wir sind da umstellen, ne? Ja, lass eh nur Bilder machen, alles andere ist sinnlos. Der zweite Streifenwagen ist da, hat WW viermal angehalten. Dann bleibt ihr einfach zusammen. Der macht vielleicht gleich die Tür in der LKW. Alter. Ah.
doch zu, bleib doch nicht stehen. Der zweite LKW bewegt sich Richtung Kreise. Ja, bleibt an dem dran. Wir werden Brücke zu machen. Wir tun mal so, als würden wir euch verfolgen und haben dabei einen Blick auf die Firma, da der andere wahrscheinlich gleich zurückkehrt, um einzulagern. Einer vor Unfall. Aber bestell mal alles, was wir haben, bitte. Folgt gleich noch so ein rötlicher Mercedes, der auch gerade noch unterwegs ist, rüber. Okay. Wie viele Boden? Zwei nur? Vier Boden, zwei Luft. Also wir beide, wir sind vier Personen auf dem Boden und zwei in der Luft. Was ist das? Die E-Klasse ist jetzt auch wieder mobil und verfolgt euch. Der Heli gehört auch dazu. Ein LKW ist jetzt am Airfield. Kann das sein, dass einer am Airfield umlagert? Würde ich zutrauen. Ein weißer LKW steht jetzt am Airfield verlassen. Die Person ist ausgestiegen und verfolgt jetzt die Einheiten mit einem weiteren weißen BMW oder Brabus, müsste das sein. Oh wow. Ja, wow. Okay. Alles gut bei euch? Ja, wir geht's mal. Wir werden bedroht. Laser den um, wir beschießen die anderen an. Ja, da hinter dem BMW oder Mercedes, was auch immer da vorne, der Brabus ist das, da sind zwei Personen hinter, einer hinter der G-Klasse und dann noch die Mercedes. Die Huron hat keinen abgesetzt. Auf alle Fälle zwei mit Weste, ich kann aber die Bewaffnung nicht erkennen. Ein Fahrzeug von uns ist disabled, fahrt ihr in eine Richtung. Ihr könnt abziehen, wir bleiben hier. Person hinter dem sieht auch so aus. Die am BMW hat auch eine Kurzwaffe, ist auch nur eine Person. Das sind vier auf der einen. Hinter dem LKW sehe ich gerade gar keinen. Auch da ist einer. Einer, da kommt noch ein anderes Fahrzeug. An der Motorhaube. Was ist das da für ein Auto, was aus der anderen Richtung kommt? Also, zieh da ab. Oh, das wird schwierig hier. Das ist grau. Grau zu runter. Dann solltest du meine Sprache lernen. Zieht ab! Der gehört definitiv nicht dazu. Der gehört da nicht zu, der war gerade an der Leitstelle schon und hat sich bei uns zugeklagt. LKW zieht ab. Die Person ist auf alle Fälle nicht mehr hinterm LKW, die sitzt drinnen und fährt. Ich hab keine Ahnung, was er versucht. Lass ihn abziehen, lass ihn doch abziehen jetzt. Zieh ab jetzt! Zieh ab jetzt! Er kann weiterfahren! Meine
Fahr jetzt weg! Verpiss dich jetzt! Hau ab jetzt! Ja, da unten! Verpisst euch jetzt! Abziehen oder nicht? Ja, die sollen abziehen, die tun's ja nicht. Aber zieh deine Waffe jetzt, Mann. Ein Scheißdreck, jetzt zieht ab, verdammt! Zieh ab jetzt! Die Chance geben wir euch und das ist die letzte. Zieht ab jetzt! Was hast du mir gerade gesagt? Zieht ab jetzt! Ey, duft doch klar, ihr seid massiviert, was soll denn das? Was willst du, kann man auf dem Boden, wie viel da aufbauen? Willst du mich verarschen? Weil ich die Kamera will, meistens. Kennt ihr die Kamera? Alle. Digga, was wollt ihr? Der OB hat E-Bilder, jetzt zieht ab! Ja, hat einer von euch mal noch eine Kamera. Verpiss dich jetzt! Was ist denn? Guck mal nach oben, bist du lost oder was? Wenn die nicht gleich abziehen, dann schalten wir so viele aus, wie es geht. Der eine hinter mit dem Bravos kramt in seinen Taschen rum. Die Fuchten. Inzwischen das Auto, würde ich sagen. Sieht wieder Pistole. Können wir jetzt mal abziehen? Können wir jetzt hier weitermachen und zum Auto wieder packen oder was? Zieh deine Waffe. Wir haben gut soweit alles gemacht. Wir gehen mal kurz landen und dann wechseln wir einmal auf Einschätzen. Alter, zieht ab jetzt! Was ist euer Problem? Also ich, wenn die nicht abziehen, holen wir Langwaffen raus und kämpfen das aus. Ich sag's dir, wie es ist. Der LBF ist frei. Ich hole erst. Jungs, das ist jetzt die letzte Chance. Zieht ab, verdammt! Ja, alle Kameras sind wieder. Zieht ab! Legt eure Kameras runter. Zieh ab jetzt! Legt eure Kameras runter, ich schwör's euch. Ja, letzte Chance. Zieht ab! Wollt ihr wirklich machen? Zieht ab! Was letzte Chance? Gar keine Begründung. Ja, eine lange auf dem Boden, der Typ. Keine Kamera hin. Oder sehe ich das falsch an? Digga, zieht ab, der Heli hat Bilder, wie wollen wir die denn droppen, Digga? Dann haben wir doch eh keine Bilder mehr. Dann haben wir doch nichts. Was willst du jetzt? Eure Kameras, drei Kameras. Die habt ihr doch abgezogen von mir, hä? Ja, von einem. Es hat doch nur einer Bilder gemacht. Ich habe Pistolen draußen gehabt. Ich bin der einzige Hiopai mit einer Kamera. So wie ich halt kenne, macht ihr immer, es ist nicht mein Problem, was du weißt. Also jetzt zieh ab. Maskiert. Der Hubschrauber hat Bilder gemacht, der ist abgeschmiert. Alter, ich zieh ab oder ich leg dich hin. Danach sind wir direkt weg. Leg eure Kameras hin. Wir haben, ich hab nicht mal eine. Haben wir ja. Ja,
nicht mehr eine. Im Wasser schwimmt einer, der hat den Hubschrauber gerade einfach voll komplett weggerammt. Wir sind aber noch so leicht verletzt bis Mitte. BMW-Rennen und die Umdrücke. Das sind zwei Leute. Ich schalte jetzt hier drüben eine Ausgang jetzt los. Warte. Hanne, wenn du deine Beine bandagierst, kannst du wieder laufen. Dafür muss ich aber erst in Deckung gehen. Also ich habe auch direkt einen gebaut. Digga, zieht ab jetzt! Von hinten ja alles weghalten. Garnas, wenn ihr könnt, dann macht, dann verbinde ich mich jetzt eben hinterm Baum. Aber können wir? Kriegt ihr Vision auf die wir haben hinten komplett Vision. Gut, wenn ich schieße, also geht's los. Ja. Leute, zieht ab, der bringt doch nichts so. Ich bin. Zieh ab, der bringt nichts, was ihr vorhabt. Garnas, hast du auch noch Vision auf den im Wasser? Entweder jetzt oder gar nicht, der fährt zurück dahin. Das war ein guter Hit. Auf geht's, Jungs, komm, habt ihr.